Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Richie Neudecker, der Mittelfeldspieler des 1. FC Saarbrücken, war heute mit seinem Unternehmen Kick and Fun auf dem Platz der Sportvereinigung Bierschied unterwegs. Dort richtet er ein viertägiges Fußballcamp aus. Aber hören wir doch, was Richie selbst dazu sagt. Erstmal, an welche Kinder richtet sich das denn? Eigentlich an jeglicher Art Kinder. Also wir sind da ganz offen, mit Handicap, ohne Handicap. Das Ding ist, die müssen 5 bis 15 Jahre alt sein. Und dann kann eigentlich jeder mitmachen, ob Mädchen, ob Junge, ob egal was. Wir sind da komplett offen und wir freuen uns über jeden, der bei uns vorbeischauen will. Gibt es da ein pädagogisches Ziel, ein fußballerisches Ziel oder ist es eigentlich mehr in Freizeit? Also es ist so, dass wir Werte vermitteln wollen. Und zwar Disziplin, Freude am Spielen, Leidenschaft wieder draußen zu sein, nicht Playstation spielen, nicht zu Hause zocken, sondern lieber rausgehen, mit den Freunden gegen den Ball kicken, Spaß haben, das Wetter genießen. Das sind die Werte, die wir vermitteln wollen. Weil das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist heutzutage. Man hat so viele Möglichkeiten, auf dem iPad irgendwelche Spiele zu spielen oder Playstation zu zocken. Und ich glaube, da ist es super, dass wir jetzt auch hier in Quierschied 60 Kinder haben, die mitmachen, den ganzen Tag nur draußen verbringen, die Spaß haben mit ihren Freunden. Und da freuen wir uns riesig drüber. Natürlich wollen wir denen auch sportlich was vermitteln und wollen ihnen auch was beibringen. Aber das Allerwichtigste ist, dass sie Spaß haben, dass sie draußen ihre Zeit verbringen und die körperliche Aktivität nachgehen. Ja. Und du hast noch ein paar FC-Freunde mitgebracht, habe ich gesehen, ne? Genau, ja. Also das, haben wir gesprochen und, das, ja. Genau, das Camp zusammen habe ich organisiert mit dem Freddy Reckenwald. Ja. So, was natürlich sehr, 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 sehr schön war. Traurig, dass er jetzt zum KSC gegangen ist, aber erfreulich für ihn. Und er ist auch heute gekommen, hat seinen freien Tag genutzt und ist hierher gefahren extra. Ich habe auch mit dem Steven Zellner, bin ich sehr happy, dass der Trainer bei uns macht. Das ist natürlich ein riesen Trainer für uns, was sehr Spaß macht. Der ist ja auch Co-Trainer bei den Amateuren von FCS. Und solche Jungs dann im Team zu haben, ist natürlich schon ein Privileg und freue ich mich auch riesig. Wie lange geht das Ganze und gibt es weitere Camps, die Interessierte vielleicht jetzt noch buchen können? Genau, also es gibt das Camp bei SA05 noch, das startet jetzt allerdings am Mittwoch schon, am 17. Juli, kann man aber theoretisch sich noch anmelden. Ist auch noch nicht so groß das Camp, daher könnte man da auf jeden Fall noch dazu stoßen. Und das war's, das Camp hier geht 4 Tage. Und zwar von 9 bis 15 Uhr. Genauso wird es auch bei SA05 sein, nur 3 Tage, von Mittwoch bis Freitag. Aber immer von 9 bis 15 Uhr mit Mittagessen, Obstpause und Eispause. Aber auch außerhalb des Saarlands bist du aktiv, ne? Genau, wir machen das meiste in Bayern tatsächlich. Da rund um München haben wir so zwischen 25 und 30 Camps, was schon wirklich sehr, sehr schön ist und wir auch recht groß gewachsen sind. Und wir wollen aber auf jeden Fall auch im Saarland die nächsten Jahre angreifen und auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Camps machen. Einfach weil es Spaß macht, weil es schön ist und ich glaube, das Angebot im Saarland auf jeden Fall noch ausgebaut werden kann. Ja. An wen wendet man sich denn, wenn man jetzt als Verantwortlicher eines Fußballvereins oder einer Jugendmannschaft Interesse hätte an so einem Camp? Am besten schreibt man uns eine E-Mail. Ja. Oder auf Instagram kann man uns auch anschreiben, aber E-Mail ist immer super, da können wir dann recht schnell antworten und würden uns dann auch direkt zeitnah melden. Ja, wie heißt denn die Adresse? Die ist info@kickandfuncamp.de. Alles klar.